Ist das nicht das Büro von John und Sammy? Hä? Wegen der Roomtour? Roomtour! Wow! Was ist das, Alter? Was machen wir heute? Heute Roomtour auf Inlandskater. Sag mal so wie bei YouTubern, Bruder. Herzlich willkommen. So. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Heute auf Inlinern die Roomtour von Jordan und Sammy. Viele haben sich gewünscht. Wir sind ja leider 7 Tage gerade auf Twitch gebannt. Deswegen kommen gerade keine Highlights. Trotzdem kommt Content für euch. Wir wollen das Beste für euch geben. Deswegen, komm mal rein. Hast du gesehen? Das ist unser Logo hier. Unsere Gesichter. Das Jordan und Sammy Logo. Für die Leute, die nicht wissen, wer wir sind. Jordan und Sammy. Also falls du hier reinkommst und keine Ahnung hast, wer wir sind. Guck dir einfach das Bild an. Dann weißt du, wer wir sind. Und jetzt kommen wir rein. Das ist unser Flur, Freunde. Leute, hier hängen unsere sexyhaften Bilder. Hier der liebe Mohammed Ali. Wen haben wir noch? Übrigens, unser Kameramann heißt Ali. Ein Applaus für den Ali! Aber das Ding ist, Freunde, also für alle Leute, das Ding ist, diese Bude haben wir angefangen zu bauen. Dann haben wir auch irgendwie mittendrin aufgehört. Deswegen, da fehlt noch ein Bild, da liegt noch alles kreuz und quer rum. Bruder, du bist so dumm. Ey, wir sind unordentlich und er zeigt die unordentlichen Sachen. Guck mal den Boden an. Hier ist der berüchtigte Stuhl, guck mal. Ey! Den Stuhl, den haben wir geknallt, den City Twitch. Das ist Ingeborg. Das ist Ingeborg. Einmal Hashtag Ingeborg in die Kommentare, der Stuhl. Komm, Sammy. Oh. Nein. Ach ja, zeig mal die Bilder. Hier haben wir noch den lieben Cristiano Ronaldo und den lieben Messi. Sehr viel Arbeit, hier sammeln wir Inspiration. Weil wir wurden ja leider gesperrt für 7 Tage. Aber wir kommen stärker zurück, Freunde. Wir haben sehr krasse Sachen geplant. Noch krasser. Sei mal ruhig! Jetzt fängt er an zu sägen. Wir wollen mal sehen, der sägt, der eine macht das, kann sein, hier kommt gleich Flugzeug. Weißt du, was ich am geilsten finde hier in diesem Flur? Wir haben 2 Toiletten. Guck mal hier. Einmal Frauentoilette. Einmal für Sammy. Ich zeige euch mal kurz einen kleinen Einblick. Boah, das war ja ein richtig kleiner Einblick. Dann haben wir hier noch für die großen Männer hier. Für den Jordan. Da müssen wir wieder rüber. Guck mal, hier ist alles kaputt. Nein. Jordan. Die Tür ist kaputt. Der Kopf. Hey, manchmal. Wir haben eine Minute einen Vlog angefangen und direkt machst du was kaputt. Hier, guck mal rein. Ey, wir haben ein Highlight hier drin. Ein, wie nennt eine man das? Eine Stehtoilette. Ey, nicht mehr zeigen. Ja. Nennt man das im Osteuropäischen? Nicht Dixi-Klo. Pissoir! Warte, komm mal mit kurz. Nein, schrei nicht. Thorsten, wir drehen hier glatt einen Block. Der hat aufgehört. So, Thorsten. Ja, weil Thorsten weiß, wenn hier Twitch... Thorsten! Übrigens, was ich sagen wollte, 7 Tage sind wir gebannt und genau nächste Woche Mittwoch, dieser Vlog ist jetzt Mittwoch, in einer Woche am 14. sind wir wieder entbannt. Und Freunde, wir haben gesagt, ein 24-Stunden-Stream, der wird kommen, krasse Events, krasse Leute, auch wenn ich aber was ist! Komm mal rein. Wir nehmen alles wieder auseinander. Warte mal, mit welchem Raum fangen wir an? Wir haben hier 3 schöne Räume. Wir haben hier ein Büro, ein Netflix und Chill für die... Boah, der Thorsten regt mich gerade auf, ja. Ey, ich schwöre, für die Leute, ey, wir haben seit 2-3 Monaten, glaube ich, das Studio. Aber wir kamen bis jetzt auch gar nicht dazu, deswegen ist alles noch hier ein bisschen kreuz und quer, hier fehlen noch ein paar Sachen. Aber ich würde sagen, wir gehen in diesen Raum rein, weil der Raum ist secret. Komm, wie hässlich. Wenn man den anguckt, bitte, habt ihr schon mal so einen hässlichen Typ? Warum sitzen wir hier mit Inliner? Ja, ich verstehe das alles nicht. Freunde, wir gehen jetzt in den Netflix und Chill-Raum. Ich bin drauf. Lauf doch einfach durch, ja. Mach den Platz. Das ist unser Top-Secret-Room. Nein! Jordan, der hat doch gerade sauber gemacht, Alter. Ja, Freunde, wir haben extra für euch gesaugt. Hier ist unsere kleine, wie nennt man das, Ecke. Da werden die ein oder anderen Wasserfall nach den Streams, wenn wir chillen wollen, chillen wir in diesem Raum hier. Hier kommen die Ideen. Hier haben wir unsere berüchtigte Shisha-Ecke. Junge, die Lampe. Wir haben die, wir haben die seit keine Ahnung wie lange, wir haben nicht einmal geraucht. Was haben wir noch? Guck mal, Freunde, wir machen mal, habe ich gelernt, wir machen mal den Bettentest. Komm mal, Sammy, du kannst es doch am besten. Ey! Alter! Ey! 50.000 Euro will ich verdienen im Monat! Und das mache ich ja auf der Couch! Du hast die ganze Couch geknallt in eine Sekunde. Ey, das ist voll geil, Freunde. Wie gesagt, hier, jetzt mal Spaß beiseite. Hier chillen wir, hier gucken wir Fernseher. Zeig einfach nicht den Fernseher, Bruder. Zeigt euch den Fernseher mal, der ist unsichtbar. Der ist unsichtbar, der ist nicht da. Seit 3 Monaten gucken wir eben die Wand an. Der Tisch ist auch unsichtbar. Wir haben eine 3D, guck mal, zeig mal die 3D-Optik hier, guck mal. Haben wir gekauft, 119 Euro bei Poco.
jetzt auch kaufen. Warum lügst du? Die hat 60 Euro gekostet. Warum lügst du? Warum lügst du? Push uns doch ein bisschen. Wir haben ein Kissen. Das ist keine normale Couch mit Bettlack. Das ist Kissen. Guck mal. Das ist ja reines Kissen. Weißt du, boah, wenn du drauf bist, du kennst ja, was ist denn sonst eine Couch? Die haben so Laken. Das ist kein Kissen. Schubst mich nicht. Ey, warte mal. Unsere Pflanze, Junge. Ey. Hey! Alex, denn du bein! Jo, komm her, komm her! Ja, ich will 50 Tonnen! Freunde, wir dürfen keinen Loop. Ja, was haben wir? Wir haben hier eine Klimaanlage. Klimaanlage. Wir haben hier Lichter, die nicht mehr funktionieren. Lichter, die nicht funktionieren. Wir haben Kino-Gardinen, die Kino können wir aufziehen. Für unseren Fernseher natürlich, ne? Dann haben wir hier unsere Minibar. Wo? Wie haben wir die Minibar? Hier. Sag mal, wie wir das machen. Nein, bist du doof? Jordan, ich schwupp meine Mutter, geh mal weg. Geh mal runter, Mann. Jordan, ich meine das ehrlich, ich schwupp meine Mutter. Hey, Hilfe, Sammy, geh mal runter, das Kind geht doch kaputt, Digga. Sammy. Jordan, ich schwupp alles, das geht kaputt, Mann. Was machst du denn, du behindertes Kind? Sammy, Optiker. Ich bin ein Optiker, weil Packungsbeilagen geht in den Arztapotheker. Boom. Das war der Netflix-Raum. Wie gesagt, hier kann man chillen. Alter. Boah, ich schwitze ein bisschen, oder? Mach alles kaputt, was man an seine Füße kriegt, ja. Wir dürfen alles machen. Das ist eine Minibar. Setzt du dich hin, ne? Chillen, trinken, essen, was auch immer. So sieht das in der Art aus. Geil. Freunde, ganz kurze Info. Das ist heute der erste Vlog von 7 Vlogs in der Zeit, wo wir gebannt sind. Falls ihr noch Wünsche habt, was die anderen 6 Tage kommen soll, schreibt uns gerne in die Kommentare. Und wir machen das. Von uns für euch, vom Herzen. Er hat die ganze Theke auseinandergenommen. Ich schwöre auf alles. Kommen wir in unseren heiligen Raum, der Twitch-Raum. Du. Da war alles passiert, was so geschehen ist. Bruder, episch! Was? Du. Verpackungsbeilagen, nehmen Sie den Abfall halt Apfel. Einfach. Wir gehen jetzt in den Netflix-Raum, kommen wir jetzt mit Inline-Skater. Ey, Frank Buschmann! Warte, der muss hier spannend machen. Okay, nochmal. 3, 2, 1. Warte. Du. Oh, lass mich doch mal einen Satz hier sagen. Das ist der Legendenraum. Junge, kannst du dich einmal benehmen, Alter? Die Leute denken, wir sind hier professionell, Alter. Alec de Nubai now, Nubai love this cup de... Kylian Mbappé, Arnie Latouf, voilà de ça. Allez, le bleu, allez, le de puta, das ist so. Ey, lass doch nicht so viel Sport machen. Lebt denn der alte Holzmichel noch. Ja, er lebt noch. Ey, Sammy! Wir haben den Raum ein bisschen umgestaltet, deswegen ist hier alles noch dreckig wegen den ganzen Livestreams, aber hier... Hier wird es niemals sauber werden, sag ich dir. Wir haben es irgendwie... Thorsten! Mann, Alter, der versteht das nicht, dass wir hier gerade YouTube machen. Wir haben hier eine Klimaanlage, die letztlich funktioniert hier auch nicht. Übrigens, Freunde, das hier... Ist eine Kino-Couch. Hier kann man unsere Streams von hier gucken, für die Zuschauer. Wir wollen mal auch in den Streams ein paar Zuschauer einladen. Deswegen, nach den 7 Tagen werden wir uns ein paar Zuschauer... Everybody let me! Ja, wir haben hier... Ey, rede mal kurz, mein Satz endet, ich kann nicht mehr, ich schwöre alles. Wir haben hier auf jeden Fall eine Kino-Couch. Hier saß, glaube ich, niemand drauf. Da haben wir hier eben einen Tisch. Warum machst du das? Ich wollte auch mal was kaputt machen. Einmal wollte ich auch mal diese Gelegenheit haben, irgendwas kaputt zu machen. Hier haben wir eine schöne Wand. Das ist nicht cool! Mit dreckigen Flecken. Was hast du gemacht? Den hast du gestern kaputt gemacht. Jetzt muss ich zu Thorsten, der hat unten eine Werkstatt, ja. Thorsten, ich komm gleich! Mach schon mal das Bier kalt! Nein, Freunde, wie gesagt, Spaß beiseite. Wir müssen auch mal Real Talk reden, weißt du, Real Talk. Kennst du Bibis Beauty Palace? Ja, ihr redet auch mal Real Talk. Wirklich, vertrau mir mal. Nach den 7 Tagen Bann suchen wir uns ein paar Zuschauer aus, die hier zu uns kommen. Natürlich wird alles gezahlt und da machen wir zusammen mal hier einen kleinen Twitch. Was willst du denn zahlen? Was willst du denn zahlen? Ja, den Ticket hin! Mann! Warte mal, zeig mal doch mal unsere Decke hier oben. Da fehlen auch noch ein paar Stück. Die Bude war noch ganz neu. Ey, sieht man diese Cola-Flecken? Ich glaube, wenn jemand da draußen gerade das Video schaut und vielleicht eine Putzkraft kennt oder eine Putzkraft ist, könnt ihr uns gerne bei uns melden. Halt deine Fresse, ich kenne gerade eine Putzfrau. Ich schwöre auf alles. Ich kenne uns gerade eine Putzfrau, deswegen sag mal leise. Ey, warte mal, ich bin traurig. Warum? Wir wurden 7 Tage gebannt. Wir sind doch ach, was für traurig sein. 7 Tage gebannt, 7 Tage Energie sammeln. Und 7 Tage kommen wir noch stärker zurück. Bitte, ich will doch nur Twitch machen. Yo, fuck die Sommer! Ja, auf jeden Fall, ja, was haben wir noch? Ja, wie gesagt, hier ist eine Couch, ne? Da fehlen noch ein paar grüne Dinger, muss man auch noch irgendwie dran machen. Das ist eine grüne Couch. Da ist ein Sisa. Ja, keine Ahnung, diese Ecke wird gar nicht benutzt. Ich weiß auch nicht, warum wir da eine Waldecke hingemacht haben. So, hey, was haben wir hier? Mach mal so für den Kameramann.
Also, was haben wir? Ey, du musst mal ein bisschen erklären. Hier haben wir ein paar Bilder von uns, die, keine Ahnung. Hab ich gerade. Übrigens, unsere Playbutton. Die waren gerade voller Wassermelonen und Cola-Flecken. Müsste ich gerade kurz ein bisschen putzen hier. Wir sind immer die kleinen Flecken hier noch von dem Putzen. Ein Applaus erstmal für unsere YouTube-Playbutton. Und dass wir trotzdem so aktiv sind. Ich habe gesagt, ein Applaus. Auf jeden Fall, hier ist natürlich. Warte, das ist der Highlight. Wir haben hier auch noch eine Kino-Gardine. Ja, die bringt gar nichts. Die schafft alles. Die bringt nichts. Die kommt nur Fliegen raus. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Warte mal, das muss noch bewegt werden. Kurz. Ey, Krappi oder El Chino, ja. Wir machen Trommelwirbel. Applaus, Applaus für deine Worte. Hier gehen wir mal live, Freunde. Ey, eine Frage. Wer will hier mal reinschreien? Radisama! Mach mal mit deiner Power hier, mit deiner Kehle. Radisama! Bruder, du musst das noch lernen, ja? Ich schwöre, das ist traurig, was du da machst. Das ist traurig. Was hab ich denn? Hier. Ey, hier. Das ist, Ey, lass mal Controller. Jordans Controller. Hier sind unsere, keine Ahnung, Playstation-Dinger. Warte mal. Freunde, gib mal meinen. Guck mal, meine kaputten Controller, die ich in meiner FIFA-Phase kaputt gemacht habe. Den roten hat er schon weggeschmissen. Was soll ich damit machen? Soll ich die jetzt auf Ernst? Hier ist so nur noch eine sexy Wand, ne? Guck mal, komm mal mit kurz. Will ich mal zeigen. Soll ich mir so einen geilen LED-Kasten kaufen und die hier so alle einrahmen? Oder sollen wir so, soll ich die einfach verlosen? Verlosen? Oh, nee, ne? Das ist Legende. Das ist Legende, du hast mein die Leben gekostet. Hör doch auf! Wir haben gerade sauber gemacht. Okay, Freunde, schreibt mal, was ich mit dem Controller machen soll. Ich sammle die ein bisschen, weißt du, für meine Kinder kann ich... Das ist echt warm jetzt. Lass mal ein bisschen schreiben. Oder ich bin gerade am Reden, verstehst du das nicht? Ja, dann red doch einfach. Guck mal, ist da. Erklär, was hat... Junge, dann mach doch mal 50 irgendwas. Die haben wir von YouTube bekommen, Freunde. Jordan und Sammy, funnest YouTuber ever. Das haben wir von YouTube bekommen. Haben wir von YouTube, weil wir sind die krassesten YouTuber der Welt, ey. Spaß haben wir nicht bekommen. Danke an Baran, unser Bruder. Wir haben noch ein, zwei Räume, glaube ich. Wir zeigen euch, wir sind echt schlecht in Roomtour-mäßig und so, weißt du, everybody. Ja, keine Ahnung. Ich bin DJ und du machst mit. Hey, I like the Mubaila, Nubaila, the Potusarisa, Popusarisa, hey, hey, I like you, Mubaila, Nubaila. Die ein oder andere wissen natürlich, dass wir da draußen auf Twitch ein bisschen Scheiße bauen, ne? Ein bisschen alles dreckig machen. Hier zum Beispiel, wir haben eine Sekunde kurz die Tür kaputt gemacht. Guck mal bitte, wie der Jordan aussieht. Und wenn der Jordan an irgendwas am Werk ist, entsteht ja natürlich Müll. Ohne Ende. Er hat gesagt, ich soll aufräumen, Freunde. Dann räume ich auch auf. Dann habe ich ihm die Aufgabe gegeben, ey, räum mal auf. Und dann gehe ich gerade in diesen Raum rein, den seht ihr jetzt auch. Das ist unser Meetingraum, hier wird geplant. Ja, klar. Warte, wir müssen hier irgendwie rüberkommen. Das ist ja dumm, dafür gibt es doch eine Tür. Komm mal mit, komm mal. Hier gibt es eine zweite Tür. Ja, hier ist auch Müll. Also das haben wir jetzt nur für den Room zur kurzen Seite getan. Das wird alles weggeschmissen. Also guck mal, wenn du mal siehst, hier hinten ist unser Whiteboard. Hier werden krasse Sachen geplant. Wie gesagt, wir haben sehr, und ich sage dir wirklich, warum kommen hier Fliegen aus den Tüten, ja? Wir haben wirklich sehr krasse Konzepte. 24 Stunden, 48 Stunden, ein Woche Stream. Submarathon. Submarathon. Wir haben Gäste eingeladen. Also es kommen mal Gäste. Es kommt Turniere. Es kommt alles, Digga. Boah, Junge, ich bin zu schöpferig. Oh, bitte, ja. Warte mal. Freunde, ey, ich will es nochmal wiederholen. Am 14. sind wir wieder live auf Twitch und ich freue mich so auf den Tag. Deswegen, guck mal jetzt. Was haben wir hier? Guck mal hier. Das hier. Da haben wir eine schöne Wasserspender ohne Wasserspender. Ne, zeig mal hier oben rechts, unser Kopf ist da, unser Schädel wieder, eine Uhr da oben. Da haben wir eine Kaffeemaschine. Und dann haben wir mich, guck mal, wie ich jetzt hier sitze, damit ich den Kameramann nicht spielen kann. Wir sind der richtige Müllmensch, ja. Ich muss die Tür wieder zumachen. Aber das ist hier unser Meetingraum, da werden Videos geplant. Hey, zeig doch nicht unsere Twitch, was wir geplant haben. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber auch cool, ne? Ja, wenn wir, hör auf damit. Wegen, was lachst du? Ich weiß, dass du gerade irgendwelche Moves machst hier. Ja, damit. Der ist wie in der Niagara-Fälle, Walross, Alter. Ich sag Niagara. Du weißt, wo die liegen? Ja. Ja, wo denn? In Malediven. Der sagt Malediven, Asien, Junge. Ja, was sagst du, woher kommen die? Asien, sag, ne? Nein, sag du. Sag. Ich hab's vergessen. Der lacht mich aus, du lachst mich aus. Asien! Das ist voll anstrengend, ja. Boah, ich bin so ein fettes Schwein, ja. Ich kann nicht mehr. Ey, wir haben einfach beim Stream gewinnen, Alter. Da wird die Kamera da einfach irgendwie am Stehen. Hör doch auf, Junge. Wir wurden gesperrt, Mann. Wegen unnötige Sache, ey. Ernsthaft. Weil eine Schlange mich gebissen hat. Schlange.
Freunde, wie gesagt, ich hoffe auf euren Support in 7 Tagen. Am 14.06. sind wir wieder live. Und da kommen wir. Was unser Motto? Never give up. Und stay, come back stronger. Weißt du, was das heißt? Mit 7 Tage Pause. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal Energie sammeln. Und danach, wir haben jetzt so eine Keule, ne? Wir haben so viele Sachen bestellt, wir haben so viele Sachen organisiert im Hintergrund. Ich gebe dir gleich eine, Alter. Ja, hör auf, irgendwelche Fax zu machen, wenn ich rede. Und ich werde bald rauskommen. Nach den 7 Tagen kommen wir noch back stronger. Noch back stronger. Ja, Freunde, wie gesagt, wir haben sehr krasse Sachen. Wir haben geile Events, geile Streamer eingeladen. Es kommt sogar ein 8-4-Stream auf, weil ich schon dabei sitze. Und Freunde, die nächsten 7 Tage müssen ja trotzdem Content kommen. Ne? Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Energie. Wir als Community kommen stärker zurück. High five und direkt danach die Hand sinken. Freunde, der braucht einfach so eine richtige Anaconda-Schlag. Lass uns mal einmal benehmen. Lass mal Freunde sein. Lass mal so machen. Freunde, wie gesagt, falls ihr für die 7 Tage geile Infos habt, einer hat mir geschrieben, geht mal Fufu essen. Habt ihr Bock, dass wir Fufu essen gehen? Habt ihr Bock, dass wir das machen? Schreibt es einfach in die Kommentare. Wir haben übrigens auch ein neues Auto. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Wir sind voll schlecht da drin. Wir sind Twitch-Streamer und nichts anderes. Digga, Rock'n'Roll, ihr Affen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde, die Roomtour. Wir konnten nicht viel zeigen, aber ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt die Macht. Diese Scheiß packt sich bei mir, Alter. Meine Fresse, Alter. Deswegen schaltet einfach die Tage einfach ein. Wir machen ein paar geilen Content und danach nach 7 Tagen kommen wir wieder zurück. Und nächste Woche Mittwoch wird auseinandergenommen. Und dann geil, Alter. Ja. So, jetzt geht. Hör doch auf damit! Geh! I let the new by now! New by now! The fucking police are on top! What's on the go? What's on the go?